Alrighty then, Freunde, und herzlich willkommen zu dem Patch Note Version 1.11 Season 2 zu Rocket League. Im Hintergrund seht ihr ein Turn-2-Gameplay in einem der Competitive Matches, die ich ja schon in Videos angekündigt habe, und zwar nämlich auf Wasteland. Aber wo fangen wir an? Die ersten Änderungen, und zwar die allerwichtigste, ist, dass das Spiel nun auch russische und türkische Sprachunterstützung unterstützt. Das heißt, wir freuen uns natürlich auf weitere geile Games mit unseren lieben ausländischen Mitbürgern. Des Weiteren gibt es Server-Side-Data-Backup, was letztendlich vermeiden soll, dass die Spieler ihre Save-Dateien verlieren können durch diesen Fehler, den es ja schon etwas länger gibt. Wir hoffen, dass das natürlich auch wirklich funktioniert. Ja, aus Ranked Games sind die Competitive Matches geworden. Und da habe ich ja wirklich ganz detailgetreu erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und anscheinend haben wir auch recht gehabt in diesem Pre-Info-Video, als über Steam angekündigt wurde, wie diese Änderungen aussehen. Um nochmal zusammenzufassen, jeder, der jetzt neu Competitive Matches spielt, muss in jedem Game-Modus 10 Spiele spielen und wird dann in eine von 12 Divisionen eingeteilt. Es gibt keine Rank-Punkte mehr, sondern anhand des Skill-Ratings wird einfach entschieden, ob man in der Lage ist, sogar noch aufzusteigen oder auch abzusteigen. Und im Leaderboard sieht man die Top 100 der jeweiligen Divisionen im Spielmodus, um einen kleinen Vergleichswert zu bringen. Was man natürlich hier auch sieht, eine Änderung, dass Wasteland nun zu diesen Competitive Match Playlist gehört. Ne? Das heißt ja, man wählt jetzt zum Beispiel 2-on-2 oder 3-on-3 aus und die Map wird ja zufällig entschieden. Wasteland gehörte bisher niemals zu den Ranked Maps, sondern war immer nur bei den Unranked Games verfügbar. Jetzt gehört es dazu. Das Ganze hat ein bisschen damit zu tun, dass in der Rocket Pro League Wasteland als Map in der Regel immer gespielt wird und die Hersteller dadurch jetzt gesagt haben, okay, wir müssen es als Ranked nehmen. Effektiv sieht es so aus, dass viele diese Änderung nicht so geil finden. Joint man also auf der Map ist meistens eher ein Entsetzen da als Freude, dass diese Map kommt. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Sache noch hinten raus entwickelt. Ranked Reconnect wurde eingeführt, das heißt, wenn man jetzt hier einen Verbindungsabbruch feiert oder auch nicht, ne, wenn es der eigene Mate ist oder man selber und man startet das Spiel neu, wird man gefragt, ob man wieder dem Ranked Game beitreten will. Das gab es ja vorher nicht die Option, das ist aber nur möglich, wenn man jetzt zum Beispiel durch einen Absturz von Rocket League oder Timeout vom Router oder sowas rausfliegt, nicht wenn man manuell geht. Man kann jetzt Player reporten, das ging immer dort, wo man sonst stumm geschalten hat, also wenn sich jemand ungebührlich verhält, kann man machen. Es gibt jetzt Common und Uncommon Items, also seltene und häufige Items. Die seltenen findet man vor allen Dingen hauptsächlich im Online-Gameplay, aber man kann nur 10 Stunden in der Woche spielen und Items sammeln. Alle, die länger spielen, können keine Items mehr sammeln. Außerdem Änderung im Replay, kann man jetzt nach Saves und Epic Saves zusätzlich zu den Toren suchen. Man kann im Game auch mittlerweile nur noch Quick Chat aktivieren, den normalen Chat also ausblenden lassen. Die maximalen FPS sind jetzt deutlich über 60 gesetzt für die, die eben die nötige Bildleistung haben. Es gab noch einige Bugfixes im Online- wie im Offline-Bereich. So wurde auch natürlich das allgemeine Gameplay wieder verbessert. Die Handbremsen vieler Autos wurden verändert und auch das Ball-Bumping-System wurde verändert. Und vielleicht was ganz Spezielles, es gibt jetzt die Rocket Labs. In den Rocket Labs gibt es im Moment 3 Maps, das ist Underpass, also Unterführung, Utopia Retro und Double Goal, also 2 Tore. Das sind Special Maps, die ihr ausprobieren könnt, die Entwickler nämlich gerade testen. Und wir wollen sehen, wie gut die wieder ankommen, beziehungsweise was man da noch verbessern kann. Ihr könnt diese Maps entweder in privaten Games spielen oder auch in der Casual Rotated Playlist. Die heißt direkt Rocket Labs. Das ist eine Unranked Playlist, wo eben nur diese Maps gespielt werden. Ich glaube, im 3-on-3 war das ausgelegt. Ich habe mir die Maps auf jeden Fall schon mal angeguckt, aber vielleicht kann man dazu auch mal ein Review machen. Tja, das ist also kein kleines Patchnote und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr grundsätzlich davon haltet von den Änderungen
und wo ihr eingestuft wurdet im Competitive Match Bereich. Also ich kann sagen, ich bin so der aufstrebende Star, also ich bin in Division 9 von 12 in der Regel gelistet. Ja, mal gucken. Das hier wird natürlich sein, mal zum Champion zu avancieren, aber wie lange das dauern wird, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ja, das Gameplay hier im Hintergrund, ja, das war eigentlich relativ easy. Hier konnte man doch ganz gut das 0 zu 5 feiern. Ich bin jetzt auch wieder raus. Gameplay ist vorbei. Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten hören oder sehen wir uns im nächsten Rocket League Gameplay. Ich bin Sebastian. Haut rein, macht da tschüss und servus. Bleibt amazing. Danke.